Unser Auftrag ist es, täglich aufs neue traumasensible Geburtshilfe zu leisten und nie abzustumpfen. Traumata bei der Geburt können auf ganz äh, vielfältige Weise entstehen. Natürlich körperliche Traumata, aber vor allen Dingen auch psychische Traumata. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass äh, in dieser Extremsituation der Geburt Dinge als Trauma wahrgenommen werden und ähm, auch nach der Geburt erhebliche Belastung für die Betreffenden bedeutet. Nicht nur für die Mütter, sondern auch möglicherweise für die begleitenden Väter oder Partner. Und insofern ist es wichtig, dass man in der Geburtshilfe hier extrem sensibel ist, traumasensibel ist, denn ähm, vieles merkt man oft gar nicht. Vieles wird unbedacht verursacht. Nicht absichtlich. Und deswegen ist es wichtig, sich das immer wieder spiegeln zu lassen, wo man möglicherweise durch Bemerkungen und sei es nur das Zucken mit den Augenbrauen Traumata erzeugen kann, die möglicherweise bleibend sind. Traumasensible Geburtshilfe in der Praxis bedeutet, dass man sich innerhalb des geburtshilflichen Teams interprofessionell also, Hebammen, Ärztinnen, Ärzte und viele andere, die mit in der Geburtshilfe arbeiten, sich dieser Themen wirklich bewusst ist. Dass man sich bewusst ist, dass man nicht nur körperliche Traumata setzen kann, sondern dass man sich bewusst ist, dass schon ähm, abfällige Bemerkungen, die Art zu sprechen, die Art in den Raum zu treten, vorher anzuklopfen, äh, in den äh, ja dann auch Intimbereich von äh, Personen einzudringen, sich dessen immer wieder bewusst ist, ähm, bewusst wird, ähm, sich, äh, ich, dass man hier nicht abstumpft, sondern äh, dass man achtsam im Umgang mit den Personen ist, äh, die sich und ihr Leben äh, uns anvertrauen. Körperliche Traumata zu behandeln erfordert natürlich ähm, Geschick von Hebammen und Ärzten. Dafür sind wir geschult. Psychische Traumata zu beheben ist sehr viel schwieriger und komplexer. Und es fängt damit an, dass wir uns ähm, mit äh, den uns anvertrauten ähm, Paaren zusammensetzen, dass wir Gespräche anbieten im Nachgang ähm, zur Geburt, gerade dann, wenn es mal schwierig ist, dass wir alle Frauen dazu ermuntern wollen, wenn etwas... Vermeintlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, gerne Kontakt zu uns, auch zu mir direkt zu suchen, damit man dann anhand der Aufzeichnungen sehr sorgfältig nochmal durchsprechen kann, was, wann, wie geschehen ist und wie es zu dieser jeweiligen Situation kam. Und das hilft sicherlich in 70, 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Fälle schon sehr viel weiter, diese Sache zu verarbeiten. Und alles, was man dadurch nicht beheben kann, dafür braucht man Traumatherapeuten, die wir auch in der Klinik haben. Hebammen, die speziell geschult sind für die Behandlung solcher Traumata und gemeinsam bekommt man das dann schon hin, dass man auf Dauer vielleicht die Geburt dann doch in ein anderes Bild bekommt als das, was man unmittelbar nach der Geburt oder in den Monaten danach von ihr hatte.